Seid gegrüßt, liebe YouTuber, herzlich willkommen zum neuen Video-Update. Heute am Tag der Deutschen Einheit. Ja, blühende Landschaften hat Altbundeskanzler Helmut Kohl damals 1990 versprochen. Wie wir wissen, kam es anders im Osten. Und vor allem haben wir aber momentan ein viel, viel größeres Problem. Und zwar, Deutschland hängt bei der Digitalisierung massiv hinterher. Wir stehen wirtschaftlich zwar relativ gut da, aber die Digitalisierung ist aus meiner Sicht der entscheidende Faktor für wirtschaftlichen Wohlstand in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und hier sieht es in Deutschland bitterböse aus. Dazu später noch mehr. Zunächst mal ein kurzer Kommentar zu den aktuellen politischen Geschehnissen, denn ich glaube nämlich, bei der Art und Weise, wie in Deutschland Politik gemacht wird, da werden wir fündig, wenn wir wirklich nach den Ursachen suchen, warum Deutschland hinterherhinkt. Nur als Beispiel Chemnitz. Ich möchte gar nicht irgendwelche persönlichen Bewertungen abgeben und politischen Einschätzungen, das soll nicht in die politische Diskussion ausarten. Es geht mir um die Art und Weise, wie überhaupt Politik gemacht wird und wie in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Was wir in Chemnitz gesehen haben, war ja zunächst mal ein Verbrechen an einem Menschen, der daran gestorben ist. Und innerhalb kürzester Zeit ging es aber gar nicht mehr um das Verbrechen in Deutschland, sondern es ging dann quasi in der ersten Ableitung um die Leute, die gegen dieses Verbrechen und die Ursachen demonstriert haben. Das war die erste Ableitung. Dann ging es darum, ob diese Demonstration in der Art und Weise gerechtfertigt war oder ob die von zu vielen Rechtsradikalen unterwandert worden ist. Das war die zweite Ableitung. Dann wurde diskutiert in der dritten Ableitung, warum oder ob die Aussagen des Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen in dieser Form gerechtfertigt waren oder ob er dazu sehr Stellung bezogen hat oder ob er gar falsche Dinge gesagt hat. Dann wird in der vierten Ableitung darüber diskutiert, ob dieser Maaßen nun abgesetzt werden soll oder nicht. Dann wird in der fünften Ableitung entschieden, okay, er wird jetzt versetzt, wird aber quasi befördert. Dann gab es in der sechsten Ableitung einen riesigen Aufschrei in der Politik. Es musste nochmal neu verhandelt werden und es wurde beschlossen, dass er dann versetzt wird, quasi in weniger öffentlichkeitsträchtiges und weniger wichtiges Amt auch. Und dann wurde in der siebten Ableitung darüber diskutiert, ob das nun richtig war, dass er versetzt worden ist und ob das eigentlich überhaupt gerechtfertigt war, dass hier so ein großer Aufwand getrieben worden ist für diese ganze Diskussion. Und das alles unter maximaler Kontrolle der Öffentlichkeit. Und das Krasse dabei ist, dass die Ereignisse, das schlimme Verbrechen ist passiert in der Nacht vom 25. auf den 26. August. Und es hat bis zum 1. Oktober gedauert, bis die Koalition überhaupt wieder handlungsfähig war, in dem Sinne, dass sie sich auf zukünftige Projekte geeinigt hat, auf zukünftige Gesetzesmaßnahmen, die umgesetzt werden sollten. Und was waren das für Maßnahmen? Es ging zum einen um den Dieselskandal, also wieder das Thema mit sich selber beschäftigt sein, mögliche negative Folgen abwenden für die Autokonzerne in dem Fall. Und es ging zum anderen um den Bereich Einwanderung, Einwanderungsgesetz, also wieder ein Thema, das hochkommt oder das erforderlich ist überhaupt, diskutiert zu werden infolge der katastrophalen Asylpolitik, die Angela Merkel in den letzten Jahren betrieben hat. Das heißt, Deutschland ist im Prinzip von vorne bis hinten mit sich selbst beschäftigt und das wirklich wichtige Thema oder eines der wichtigsten Themen aus meiner Sicht überhaupt für die Zukunft, die Digitalisierung, bleibt außen vor. Langsam fällt es den Politikern wohl ein, dass es allerhöchste Eisenbahn ist, hier mal gegenzusteuern und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Aber wenn ich dann sehe oder höre, was Angela Merkel für Kommentare abgibt, zum Beispiel im Weltwirtschaftsforum in Davos, da hat sie gesagt im Februar, die Bereitschaft der Deutschen, sich auf die Digitalisierung einzulassen, sei nicht überaus geprägt. Was soll denn das bitte sein, überaus geprägt? Und alternde Gesellschaften würden sich mit der Innovation generell schwer tun. Na toll. Glaubt ihr allen Ernstes, dass Merkel die Richtige ist, um das zu ändern? Eine Frau, die 2013 noch im Gespräch mit Barack Obama gesagt hat, das Internet sei Neuland. Ein Zitat, das bekanntermaßen eine traurige Berühmtheit erlangt hat und ihr zu Recht eine Art Shitstorm über Twitter beschert hat. Und man könnte drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre, aber es gibt einfach Fakten, die wirklich alarmierend sind. Zum Beispiel bei der Übertragungsgeschwindigkeit der Netzwerke liegt Deutschland im Moment auf Platz 25
im internationalen Vergleich sogar noch hinter Bulgarien. Nur etwas mehr als 40% der Deutschen haben Zugang zu schnellem Internet. Das ist eine Katastrophe. Ja? Wer heute keinen Zugang zum schnellen Internet hat, der lebt im Prinzip auf einer Insel, abgeschottet von den globalen Wirtschaftsbeziehungen. Und Deutschland plant nun bis zum Jahr 2025, das sind in im Zeitraum von 7 Jahren, dann erst soll Deutschland flächendeckend eine Internetgeschwindigkeit von 1000 Megabit im Netzwerk bekommen. Das heißt 7 Jahre, und 7 Jahre sind eine unglaublich lange Zeit im heutigen Technologiezeitalter. Vor 11 Jahren, nur als Beispiel, vor 11 Jahren wurde das iPhone eingeführt, vor 15 Jahren gab es Facebook noch gar nicht. Das heißt, wir wollen dahin, wo andere schon längst sind, und das auf einen Zeitraum von 7 Jahren, da können so viele Dinge passieren. Das heißt, es muss viel, viel schneller gehen, wenn Deutschland wirklich ernsthaft aufholen will. Und ihr wisst das selber, egal wo ihr hinschaut im Technologiebereich, egal soziale Netzwerke mit Facebook oder Streaming, mit Netflix, der ganze Internet-Backbone sowieso, auch berufliche Netzwerke, hier ist Microsoft mit LinkedIn, ja, seit Übernahme von LinkedIn ganz vorne mit dabei, Infrastruktur, allgemein Internetinfrastruktur, überall sind US-Firmen ganz vorne, und es ist nichts zu sehen von europäischen oder deutschen Firmen in dem Bereich. Und ich sehe auch nicht, wie sich darin in den nächsten Jahren irgendwas ändern sollte. Wir haben mit Wirecard genau einen einzigen Newcomer, der zum Beispiel im Bereich Mobile Payment global vorne mit dabei ist. Und das ist witzigerweise eine Firma, die überhaupt nicht Venture Capital finanziert worden ist und erst recht keine staatliche Unterstützung genossen hat, sondern im Gegenteil aus eher dunklen Ecken im Bereich Glücksspiel und Geldwäsche teilweise auch dann seine Ursprünge gehabt hat. Also bezeichnenderweise ist das die einzige Firma, dank Markus Braun, quasi im Selfmade-Milliardär, der das Kunststück vollbracht hat, auch eine deutsche Firma ganz nach oben zu bringen. Ansonsten ist hier weit und breit nichts zu sehen, was von der Größenordnung her auch nur annähernd mit den US-Technologiekonzernen mithalten könnte. Unterdessen läuft das in China komplett anders. Wir haben ja mit Alibaba und Tencent inzwischen zwei Riesen, die zusammengenommen eine Marktkapitalisierung von über 800 Milliarden US-Dollar haben. In den chinesischen Großstädten ist die Technologie erstaunlich weit. Die Chinesen zahlen inzwischen über WeChat und Alipay sogar Kleinstbeträge via Handy, via QR-Code mit dem Handy kurz auf der Straße, wenn sie Nudeln bestellt haben. Ist überhaupt kein Problem. Und zu kommunizieren über Messenger-Dienste. Das heißt, die Chinesen sind jetzt schon teilweise viel, viel weiter als die Deutschen oder als Europa insgesamt. Und das hängt nicht zuletzt auch davon ab, dass China massiv in diesen Bereich investiert, auch von staatlicher Seite. Es gibt in China über 1000 Venture-Capital-Unternehmen, die staatlich kontrolliert werden, die wo ein Vermögen drinsteckt von ein Marktwert drinsteckt von 750 Milliarden US-Dollar umgerechnet. Es gibt im Bereich Artificial Intelligence in China Projekte, wo ganze Städte aus dem Nichts quasi hochgezogen werden und die auf künstlicher Intelligenz basieren, wo sämtliche Kommunikation der Bürger untereinander ausgewertet wird, erhoben wird, es werden Daten gesammelt über die Verkehrsentwicklung, über den Wasserverbrauch. Es sind neuronale Netze entstanden im Zuge dieser Projekte, die es zulassen oder die Möglichkeit bieten, dass alles in Echtzeit gesteuert wird, dass quasi Verkehrsstaus zum Beispiel in Echtzeit verhindert werden können, dass sofort jeder Bürger Feedback erhält über wichtige Dinge, über wichtige infrastrukturelle Maßnahmen, und es stört sich keiner dran. Man muss das natürlich nicht gut finden, um Gottes Willen. Das erinnert an den Orwellschen Überwachungsstaat oder sogar noch schlimmer als Orwell da in seinem Roman 1984 vorhergesagt hat. Aber
Das Problem ist, es bringt China unglaublich viele Einsichten und es geht hier in abartiger Geschwindigkeit voran, die technologische Entwicklung. Es gibt diesen Masterplan 2025, wo China, die chinesische Regierung, 10 Zukunftsbranchen ausgemacht hat, unter anderem Biotechnologie, aber auch verschiedene Infrastrukturbereiche, Internet of Things natürlich, wo massiv gefordert werden von China und wo man jetzt schon riesige Fortschritte macht, zum Beispiel im Bereich der Telekom-Infrastruktur, auch im Hinblick auf die 5G-Netze, die jetzt dann ab 2019 kommen werden und die nochmal die Übertragungsgeschwindigkeiten im mobilen Internet um Vielfaches erhöhen werden. Da hat China bereits jetzt mit Huawei den dominanten Player. Und wenn wir nach Deutschland schauen, was gibt es hier? Deutsche Telekom hat seit Jahren Probleme mit der entsprechenden Sparte. T-Systems ist das, wo als Sorgenkind gilt, wo einfach nichts vorangeht. Und es geht immer nur um Regulierung, Regulierung, Regulierung. Deutsche Telekom wird ja massiv reguliert, teilweise tot reguliert. Die sind auch so mit sich selber beschäftigt, zwangsweise durch diese Regulierung, dass der Ausbau der Netze völlig hinten angestellt werden muss oder ständig verhandelt werden muss, um die Konditionen, dass ja niemand benachteiligt wird. Und überhaupt Europa, ja, es geht nur um Regulierung. Wie hieß das Gesetz, das die Deutschen durchgesetzt haben in der EU? Ich muss immer nachlesen, das ist so ein fast schon lächerliches Wort. Genau, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nennt sich das. Da geht es um Strafen, die möglich sind, sehr hohe und strikte Strafen, auch wenn zum Beispiel gegen irgendwelche rassistische oder beleidigende Beiträge in den sozialen Netzwerken gepostet werden. Und nicht mal da hat sich Europa einigen können auf eine gemeinsame Regulierung. Nein, hat Deutschland wieder einen Alleingang gewagt, wie bei der Asylpolitik auch. Das heißt, hier hat man keine einheitliche Lösung gefunden. Also nicht mal in puncto Regulierung ist man sich einig. Aber wenn man was hört von der EU, geht es immer nur Regulierung, Regulierung, Regulierung. Ja, während die anderen uns links und rechts überholen und hier wirklich technologisch massive Fortschritte machen, wird in Europa reguliert. Ja. Sorry, wenn ich da ein bisschen vielleicht auch ein bisschen polemisch war, aber ich halte das wirklich für eine Katastrophe. Und es ist mittlerweile so, dass China auch in vielen Bereichen die USA angreift und vielleicht bis in, sag mal, in ein, zwei Jahrzehnten sogar gleichwertig mit der USA im Technologiesektor sein kann oder vielleicht sogar die USA überholt haben wird. Nicht zuletzt übrigens diese Zoll Streitigkeiten, diese Zölle, die Trump gegenüber China ja vor allem erheben möchte oder schon erhoben hat, das betreffen 70% dieser Zölle, betreffen gerade diese 10 Industrien, also diese 10 Branchen, die sich China rausgepickt hat, die besonders wichtig für die Zukunft, für die Digitalisierung sind. Also das ist schon ein großes Politikum inzwischen. In Europa kriegt das gar nicht mehr mit, weil man hier ja immer noch mit der Asylpolitik und mit was weiß ich alles beschäftigt ist. Und Deutschland muss hier wirklich verdammt aufpassen, dass sie nicht massiv Deutschland ist schon massiv ins Hintertreffen geraten, aber muss verdammt aufpassen, dass man hier schleunigst dran arbeitet. Und das ist in dem Sinne auch kein Zufall, dass natürlich der deutsche Aktienmarkt, um kurz mal auf das Thema Aktien zu sprechen zu kommen, hier wesentlich schlechter performt hat in den letzten Jahren als zum Beispiel der US-Markt oder auch chinesische Technologiefirmen, einfach weil das Gewicht der Technologiefirmen, die im Bereich Digitalisierung unterwegs sind in den letzten Jahren, wenn man die Gesamtmarktkapitalisierung eines Landes sieht, natürlich viel, viel stärker geworden ist. Technologieaktien sind inzwischen viel, viel höher gewichtet, natürlich, weil die einfach, wenn die Marktkapitalisierung so stark gestiegen ist, und die viel bedeutender geworden sind. Um das Ganze mal in größeren Zusammenhang zu setzen, abschließend, ich denke, man braucht kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Digitalisierung bzw. die IT-Technologie federführend sein wird, wenn es darum geht, wer zukünftig die globale Dominanz haben wird im wirtschaftlichen Bereich, genauso wie zum Beispiel im 19. Jahrhundert England Jahrzehnte profitiert hat durch die Erfindung der Dampfmaschine und hier über Jahrzehnte dominant gewesen ist. Genauso wird
zukünftig derjenige dominant sein, der im Technologiebereich, im IT-Bereich die Nase vorne hat. Und da braucht man kein Prophet sein, dass das die USA und China sein werden und vielleicht sogar mittelfristig China die USA überholen wird können. Und dann müssten wir uns sogar von dieser fast jahrhundertelangen westlichen Dominanz im Bereich Industrie, Wissenschaft, Technologie verabschieden. Das sind wenig erfreuliche Aussichten. Danke, dass ihr mir dennoch so lange zugehört habt. Ihr wisst, wenn euch das Video gefallen hat, drückt einfach den Abonnieren-Button unten, da werdet ihr benachrichtigt. Wenn neue Videos online sind, mit dem roten Glöckchen, wenn ihr das aktiviert habt. Ansonsten könnt ihr meinen Aktienreport kostenlos lesen. Ihr müsst einfach unten in der Beschreibung den Link drücken. Dann bekommt ihr jeden Samstag brandneue, heiße Infos, Analysen und Einschätzungen zu den heißesten Aktien am Aktienmarkt direkt kostenlos in eure Mailbox geliefert. Danke, dass ihr lange dabei geblieben seid. Genießt den Rest vom Feiertag. Ich melde mich am Sonntag wieder, dann geht es um 5G-Netzwerke, auch eine spannende Zukunftstechnologie und die Profiteure davon. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Euer Armin Bragg.